sichere Entwicklung, weil diese Menschen alle schon da sind und hier leben, dass sich diese Relation zwischen Erwerbstätigen und zu versorgenden älteren Personen von jetzt etwa 3:1 auf 2:1 vermindern wird. Ich bin Harald Michel, ich bin Geschäftsführer des Instituts für angewandte Demografie Berlin und arbeite seit 30 Jahren auf dem Gebiet der Demografie. Ja, das wird viele überraschen, in Deutschland ist sie eigentlich erst seit Ende der 70er Jahre im Blickpunkt der Öffentlichkeit, aber Demografie ist eine sehr alte Wissenschaft, die gibt es mindestens schon seit 100 Jahren und Gedanken zur Bevölkerung machen sich die Menschen schon, seit es die Menschen gibt. Und Plato und Aristoteles haben sich Gedanken gemacht, wie sie Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum und viele andere Probleme der Gesellschaft miteinander in Einklang bringen können. Also wir reden über nichts Neues. Also eine Prognose ist ja nichts anderes als die Fortschreibung einer Entwicklung mit fest definierten Rahmenbedingungen oder Ausgangsbedingungen, die wir selbst festlegen können. Und eine Prognose ist so gut, wie wir die Rahmenbedingungen definieren und bestimmen können. Was nicht heißt, dass sich Abweichungen ergeben können. Also bestimmte Einflussfaktoren kann man nicht voraussagen. Das erlebt man gegenwärtig gerade. Die Zunahme von Migration, der volatilste Faktor in der demografischen Entwicklung, die lässt sich relativ schwer prognostizieren, weil sie natürlich auch politische Einflussfaktoren beinhaltet. Wir rechnen zum Beispiel für Deutschland seit Jahrzehnten mit einer etwa mittleren Zuwanderungssaldo von 200.000 Menschen pro Jahr. Gegenwärtig haben wir das 5- bis 6-fache dieser Größenordnung. Das wirft natürlich einige Prognosen um. Allerdings ändert es nicht die Grundtendenz und die Grundtrends zur Entwicklung. Es gilt, wenn Sie so wollen, die Faustregel, je größer der Raum ist, den ich beschreiben möchte, umso sicherer ist die Prognose. Also am allersichersten können wir Prognose über die Weltbevölkerungsentwicklung machen. Da wissen wir sehr genau, was bis 2050 passiert. Aber wir können auch über Europa oder über Bundesrepublik relativ gute Vorhersagen treffen. In einem bestimmten Rahmen können wir also zuverlässig vorhersagen. Unterhalb einer Größenordnung etwa von 20.000, 30.000 macht eine Bevölkerungsprognose relativ wenig Sinn. Die Grundprozesse der Demografie, die können wir schon sehr lange vorhersagen. Der Wandel, über den wir wahrscheinlich jetzt noch reden werden, die Alterung und Schrumpfung unserer Bevölkerung, die ist absehbar gewesen seit Anfang des letzten Jahrhunderts. Also seit etwa 100 Jahren sind die Prozesse, die wir jetzt in der Kulminierung befindlich erleben, angezeigt und in der Wissenschaft übrigens schon diskutiert worden. Also wir haben die gleichen Diskussionen schon in den 20er Jahren in Deutschland gehabt. Und das ist eine sichere Entwicklung, weil diese Menschen alle schon da sind und hier leben, dass sich diese Relation zwischen Erwerbstätigen und zu versorgenden älteren Personen von jetzt etwa 3:1 auf 2:1 vermindern wird. Das ist eine ganz, ganz sichere Annahme, die müssen wir nicht mal mehr beweisen, sondern die ist Realität. Und das stellt diese Systeme vor eine große Herausforderung. Und darüber muss man reden. Und wenn man klug ist, auch Vorkehrungen treffen.